Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es ein neues Video. Und zwar habe ich heute für euch das Starter Pack der aktuellen Magitex Serie 2018, 2019. Und ja, heute kommen sie endlich raus. Ich habe es gestern schon bekommen, deswegen konnte ich schon aufnehmen und hochladen. Hier kann man noch sehen, was hier drin ist. Neu, mehr Inhalt, Premium Spielfeld, XL Poster mit Bundesliga Spielplan, 20 Karten plus eine limitierte garantiert und die Sammelmappe natürlich. Und dann hier und noch mehr Action ab November in Magitex Action. Steht hier auch noch irgendwo drauf, was das kostet. Yep, hier 8,99. Sammeln, spielen und tauschen. Und ja, enthalten ist natürlich die Bundesliga und die zweite Bundesliga. Und jetzt kommt erstmal das Intro. So, das Warten hat endlich ein Ende. Und die Serie ist jetzt rausgekommen. Ich hatte es mir vorbestellt, deswegen habe ich es ja jetzt schon zu Hause. Und ich denke mal, ich schnacke nicht mehr lange und öffne jetzt das Ding hier. Ja. Irgendwie fest hier. Ich schneide es ein kleines bisschen an. So, zack. Tüte kommt sowieso in den Müll. So. Schauen wir mal. Also im Nemi wissen wir ja schon, oder wer schon andere Videos gesehen hat hier von den Buddies oder hier Packs United oder der Packs United hat schon rausgebracht, die Sammelmappe. Ich glaube, Ben Masterful hat, glaube ich, nur ein Display, glaube ich. Ja, und ein paar Booster. Aber das Starter Pack hat er, glaube ich, noch nicht. Ja, so, hier ist die Limi. Müsste eigentlich jeder wissen, dass da Robert Lewandowski drin ist. So, hier. Mini-Sammeldose, 40 Karten, limitierte Karte von Alario. Dann Kartenpäckchen. Ein Superpäckchen mit vier Glitzerkarten und eine limitierte Karte in jeder Box. Dann eine Sammeldose, also die große mit 60 Karten und limitierter Karte von Ayan und Vogt. Dann Blisterpack, 25 Karten plus limitierte Karte von Nikolai Müller, Adler oder Karak. Dann gibt es den Adventskalender wieder dieses Jahr. Es sind 48 Karten plus limitierte Karte von Stenzel und Bacalords. Multipack. Das habe ich auch hier und ich habe ein Display hier. Ich glaube, das sind die 10er. Ja, ich kann es euch ja mal zeigen hier. So, hier ist das Display. Das sind die 10er Booster und kostet 1, 2 Euro ein Päckchen. Also da wird auch noch Orakels damit gemacht und so, ja. So, hier das Multipack habe ich auch. 25 Karten plus limitierte Karte von Gebre Selassie, Reus oder dem hierbei. Also da reicht kein ein Multipack. Also man muss schon ein paar Stück kaufen, weil man sieht auch nicht, wer drin ist von denen. So, und dann hier nochmal Werbung für die Magitex Action ab November. So, hier haben wir schon eine Checkliste. Von Schalke bis zur limitierten Karte und hier ab November erhältlich. So, was haben wir hier? Ah, hier sind die ja, Zahlen. Die werde ich natürlich nicht benutzen. Dann deine Meinung zählt. Oh, das habe ich dreimal drin hier. Ist das extra so oder ist das ein Fail?
So, hier ist der Spielplan, also Hinrunde, und gibt es auch die Rückrunde drauf? Nein. So, was haben wir hier noch drauf? Eine neue Saison beginnt. Ja, Club 100, Matchwinner, Starspieler, zweite Bundesliga. Findest du alle Puzzlekarten, Meisterschale? Ja, das haben sie dieses Jahr geil gemacht. Auf der ersten Seite diese Meisterschale, wo sonst immer gar nichts war, wenn man sie sich als Doppelseite macht hier. Dann haben wir hier das Spielfeld. So sieht das dann aus. Hier kann man die Karten reinstecken. Das gab es, glaube ich, bei der letzten nicht. Da war nur hier so, so das Spielfeld. So, das hier ist von hinten. So, die Mappe, die kennt ja, glaube ich, jeder. Und das ist das Frontcover. Und hier haben wir die Checkliste von Augsburg bis Nürnberg drauf. Ich mache das mal schnell hier rein. Die Mappe ist einmal verkehrt herum. So. Zack. So sieht das dann aus. Dann machen wir noch schnell die von hinten, also das Rückencover. So rum, glaube ich. Ne, andersherum. So. Und hinein. Habe ich es jetzt richtig? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, die Werbung kommt, glaube ich, nach außen. Aber ich meine, das ist auch sowieso egal, oder? Zack. Und rein. Und so wäre die Mappe dann fertig. Und hier auf der ersten Seite kommt dann die Meisterschale. Das finde ich richtig cool. Wie werden die Karten hier reingemacht? Ah, von oben. Das ist sehr schön. Ja. So, ich könnte ja eigentlich mal hier jetzt das so machen. Und das hier machen wir mal auf die Seite. Weil ich möchte euch hier mal die Karten zeigen. Dafür möchte ich euch mal kurz runternehmen. Ich bewege mal kurz mein Mikro. So. Da bin ich wieder. So, komme ich das irgendwie schön hier ins Bild? Ah, okay. So, das ist das Päckchen. Also, da sind schon einige drin. Bei mir ist hier hinten ein Nürnberger Spieler, Abwehrspieler. Und vorne ist die Limi. Schauen wir mal, was wir denn in dem Päckchen des Starter Packs hier drin haben. Wieder Müll. So. Und los geht's mit der Magitech-Serie 2018-2019. Mal ein kleines bisschen höher, so ist es, glaube ich, besser. So, hier ist dann die Limi von Robert Lewandowski. Dann haben wir hier Moisander von Bremen. Am besten so, oder? Also, ich habe schon gesehen, die Werte sind irgendwie lächerlich gemacht worden dieses Jahr. Hier haben wir Donati von Mainz. Da haben wir Maximilian Thiel von Heidenheim. Dann haben wir Josip Brekalo von Wolfsburg. Dann haben wir Joshua Brennet von Hoffenheim. Maximilian Philipp von Dortmund. Dennis Aogo von Stuttgart. Sind auch richtig nice gemacht worden dieses Jahr mit dem Gesprenkeln hinten dran. Hier haben wir Ibisevic von der Hertha. Lukas Klünder auch von der Hertha. Dann haben wir Halstenberg von Leipzig. Dann haben wir Jonathan Tah von Leverkusen.
Dann haben wir hier Belfodil von Hoffenheim. Dann haben wir hier Bruma von Wolfsburg. Dann haben wir hier Tobias Kembe von Darmstadt 98. Dann haben wir Luca Waldschmidt von Freiburg. Dann haben wir Maximilian Eckestein von Bremen. Dann haben wir hier das Club-Logo von Augsburg. Die sind auch richtig cool gemacht mit den Sternen und mit dem roten Streifen hinten dran. Dann haben wir hier Diego Contendo, der ehemalige Bayern-Profi. Was heißt Profi? Er war ja mal als gutes Talent oder Top-Talent mal geahndet für den linken, für die linke Verteidigung. Jetzt spielt er für die Fortuna aus Düsseldorf. Ist ein Starspieler. Die sind auch richtig nice gelungen hier mit der Rückennummer hinten dran. Richtig nice. Dann haben wir hier Hattrick Held Kevin Volland von Leverkusen. Und die unterscheiden sich nicht viel gegen die Matchwinner hier. Also von der Farbe her tun sich gar nicht unterscheiden. Nur, dass hier irgendwie hier wie so ein Feuerwerk ist und hier ist dann so, wie soll man das sagen, so Streifen, Goldstreifen oder sowas hinten dran. So richtig nice finde ich. Also ich habe hier keine Bayern-Spieler heute drin. Schade. So, dann zeige ich euch noch kurz von hinten, wie das aussieht. Auch richtig schön bunt gemacht. Dann hier das Leverkusen-Angriff. Hier ist nochmal das Logo. Dann hier Bundesliga-Logo und hier unten topfußball.de. Ja. So, das war das Starter-Pack. Jetzt könnt ihr euch freuen auf mehrere Videos von dieser Serie. Ich hoffe, euch gefällt dies auch. Und wenn ja, gibt es einen fetten Daumen nach oben, so viel wie es geht. Und falls du noch kein Abonnent bist, genau du, dann werde kostenlos Abonnent und ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal und ciao.